Und damit willkommen zurück zu Trials of Mana. Wir haben jetzt im letzten Part herausgefunden, was es mit diesem Kaktusfratz auf sich hat. Und dieser Kaktusfratz hilft uns beispielsweise hier auf der Karte, uns anzeigen zu lassen, wie viele Schätze hier noch verborgen sind. Und muss ich jetzt ernsthaft nochmal bekämpfen? Tatsache. Naja, gut. Ah, gut, ich mach die Harpier und ihr macht den Rest, ne? Oh! Die haben die anderen schon platt gemacht, okay. Oh yeah, Baby. Das sieht jetzt interessant aus. Komm, mach mal die platt, die Harpier. Warum steht die jetzt mal im Angriff drin? Ja, warum stehe ich jetzt im Angriff drin? Komm. Da vorne gibt es Energie. Und da gibt es auch eine Statue zum Speichern. Oh, wie schön. Leider nicht zum Heilen, aber jedenfalls zum Speichern. So. Aber immer noch nicht alle Schatzkisten gefunden. Was mir ein bisschen Sorge bereitet. Aber wir sind ja nicht überall durch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ernsthaft? Och, Nintendo oder Square oder wer auch immer. Da haben wir noch einen Funkelfleck. Mit einem Bonbon. Und den sollte ich auch, glaube ich, vorher mal einsetzen bei... Was? Nein! Oh. Bei ihm hier. Are these some Nosa flowers? Oh, no. Ups. Würde ich mal sagen, sind wir eiskalt ins Netz gegangen, in die Blumen gegangen. I see you are awake. This is the Laurent's secret base. We Amazons have been gathering our remaining forces since the thieves of Navarro attacked the Citadel. Who are you? My name is Rhys, princess of the Kingdom of Laurent. After Navarro attacked the Citadel, I assumed I alone survived. While searching for my kidnapped brother Elliot, I received word of this hidden base and returned. We're looking for a mana stone. The Windstone, to be precise. Oh, the Windstone? I believe it is located in Gust Hall, a cave in the Westerly Mountains. You may find your path blocked by the wind statues there, however. We could have controlled the wind for you from Citadel Laurent, but with the invasion... It's settled then. So, we'll help you get the Citadel back, and you can help us with Gust Hall. No, I could not possibly accept. This is our fight. Once you are fully rested, you are free to leave. Ugh. Okay, jetzt sind wir hier schon wieder in einem ganz anderen Bereich. Was gibt's hier?
3 Schatzkisten. Hier haben wir Nummer 1. Wir sind hier in irgendeiner Basis und plündern die einfach mal. Logisch. Da geht es raus. Dann würde ich sagen, hier geht es unten lang, so wie es aussieht. Oh, ein Gefängnis. Oh, es sind Gefängnisse. Okay. Hier kommen wir später. Wir wollen erstmal hier alles erkunden. Moment, hier geht's auch nach oben. Hier ist die zweite Truhe. Ah, hier könnte halt auch irgendwo der Kaktusfratz sein. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Warum darf ich nicht über diesen blöden Tisch springen? Ja, aber das ist was anderes. Ein Heilkraut. Wie cooler wäre die Position des Kaktusfratzes gewesen immer? Um es einem einfacher zu machen. Hawkeye, was machst du denn da, hä? Wenn du doof rumstehen, ne? Oh, da ist die dritte Truhe. Damit haben wir alle 3 Schatzkästen gefunden. Was ich schon mal sehr gut finde. Und hier ist nichts weiter. Okay. Dann können wir uns jetzt mal um das Hauptthema kümmern. Und die Story. Die Zitadelle Laurentiens gilt als uneinnehmbar. Sie ist von der Felsspitze und rauen Winden umgeben, die sie schützen. Es wird nicht einfach sein, sie zurückzuerobern. Ich weiß nicht, ob wir Erfolg haben werden. Dafür bin ich doch da, Baby. Dafür bin ich doch da. Soll ich hier mit irgendjemandem reden? Mit dir? Die Zitadelle Laurentiens befindet sich weiter oben auf dem Berg. Nee, mit ihr schon mal nicht. Ah, dann war es die auf der anderen Seite. Ach nee, jetzt ernsthaft? Da darf ich nicht rüberspringen. Hm. Gehen wir zur anderen Seite. Ist ja kein Problem. Reden wir mit ihr. Wir haben einen Agenten in der Aue gefasst. Er verhält sich eigenartig. Ich weiß nicht, wie die Nevarlianer die Zitadelle in diesem Zustand einnehmen konnten. Oh, jetzt muss ich wieder nach oben. Arr. Lauf hin und her, mach ich doch. In dem Raum dort drüben wird eine Lagebesprechung stattfinden, um das weitere Vorgehen zu planen. Your Highness, I am so pleased to see you well. Please, do not strain yourself. I am fine, child. How can we take the citadel from the thieves who have it overrun? A frontal attack would easily be rebuffed by Navarl. Is there any way? Forgive me. I am a mere caretaker. I never learned tactics or strategies of war. We should consult with the sage Dom Perry. He may have wisdom to impart upon us. Dom Perry? Yes! Back when the world was waging war on the Dragon Lord and his unstoppable forces, Dom Perry advised the Hero King on strategy, which led Valsena to victory. Where can we find this tactician? Hmm. He is difficult to locate. Dom Perry is Korapoker. They are small, reclusive beings that dwell in Rabbite Forest, south of Jad. Then we must go and find him. Please wait! The Korapoker do not like larger folk such as us. You may not be able to meet with him at all. Finally, you have returned.
and with you, our hope. You cannot leave us to travel again so soon, Your Highness. Please stay with your people. Excuse me. Don't be so stubborn. There's no need for you all to do everything yourselves. We need to get into Gust Hall, so this is our battle too. You would take this mission? Thank you. It would be such a help. So, what do we do? Dom Perry may not agree to meet with you in your current forms. You must appear less human and more... Korapoker-like. You must find the legendary Miner Mallet. Rumor has it that the item is in Bizer. With it, you could possibly pass for Korapokers. Bringe den Schrumpfhammer in deinen Besitz. Okay, also wir sollen nach Bizer. Dann würde ich mal sagen, auf nach Bizer. Waren wir erst. Also eigentlich ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Was, ich soll mich mit den Mitgliedern aus meiner Gruppe unterhalten in der Stadt? Ach, verdammt. Was habe ich davon? So, das ist jetzt hier wieder, wo wir... Ach, jetzt ist der Weg frei. Okay. Ach, guck hier an. Das ist ja gemein. Und da ist die Kiste. Ein Turban erhalten. Wer kann denn den Turban anlegen? Ich würde sagen, er. Oh ja. Yeah. Oh yeah, Baby. Das kann er. Jetzt. Hey, this way. Okay. Aber dann schlafe ich doch wieder ein, oder nicht? Da kann ich nichts machen. Sag bloß, die katapultieren mich jetzt nach Bizer. Hinten ist noch ein Funkelflitz. Ah, da, guck mal, was wir da haben. Den Kaktusfatz. Nächster Preis, du hältst 10 Rabatt in Läden. 10% Rabatt. Okay. Oh, eine Kanone. Das heißt doch, wir haben einen Schatz verpasst. Oder bin ich jetzt blöd? Einen haben wir verpasst. Aber wo könnte der eine sein? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir echt einen verpasst haben. Das finde ich schon nicht schlecht. Eigentlich will ich ja suchen. Folge der Amazonenwache. Naja. Wait, is that Von Voyage's cannon? Oh, you know my cousin. The name's Mercy. Nice to meet you. Moment, Cousine? Passt gar nicht. Will this cannon reach Bizer? Na gut, komm. Wir verzichten jetzt auf die eine Truhe. Schön, wie sie nochmal winkt.
Yeah. Oh, ich finde den Beat so geil. Da-da-dum-dum. Oh yeah. Geiler Beat, der geht voll ab. Seid ihr da, denn ich mach schlapp. Nee, Moment, halt, stopp. Arsch. Also ich würde freiwillig nicht mehr mit so einer Kanone reisen. So. Wir hatten aber schon alles gefunden. Was? Ist ein Witz. Ich dachte echt, ich hätte hier alle gefunden. Das ist krass. Also das ist echt das geilste Ding, was ich je hatte. Und dann war sie doch die eine Schatztruhe schon mal. Wow. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.